immer den Einzelgänger, doch er machte sich nichts draus. Nun wohnt er irgendwo da unten, im Hinterhof der Stadt. Ein schweigsamer Typ, den niemand liebt und der wenig Freunde hat. Und ich versteh ihn. Es gibt keine Äpfel ohne Kerne, keine Kirschen ohne Stein. Jeder Mensch hat seine kleinen Fehler und kann trotzdem wertvoll sein. Er ist immer freundlich und hilfsbereit, doch er gibt nicht damit an. Und er macht sich über alles so viele Gedanken, dass er nicht mehr lachen kann. Und wenn andere sonntags ausgehen, schuftet er im Krankenhaus. Denn er teilt mir lieber, als er selbst hier bekam, mit vollen Händen aus. Ich bin das riesig. Es gibt keine Äpfel ohne Kerne, keine Kirschen ohne Stein. Jeder Mensch hat seine kleinen Fehler und kann trotzdem wertvoll sein. Manchmal ist er fast am Ende und er hasst diese ganze Welt. Ich bin dennoch eine, die ihn auch so mag und ganz fest zu ihm hält. Er ist typisch für viele andere, die in meinem Alter sind. Darum hakt nicht dauernd auf ihnen herum, denn sie haben's nicht verdient. Denn es gibt keine Äpfel ohne Kerne, keine Kirschen ohne Stein. Jeder Mensch hat seine kleinen Fehler und kann trotzdem wertvoll sein. Und nun stell dir mal vor, dieser Mensch wäre dein Nachbar. Und alle sagten, ein schwieriger Junge, ein langhaariger, Hippie, Gammler, Asozialer. Findest du das in Ordnung? Es gibt keine Äpfel ohne Kerne, keine Kirschen ohne Stein.